Immer noch gilt in der Bundesrepublik Deutschland das Rechtsfahrgebot. Wer so auf der Autobahn fährt, obwohl der rechte Fahrstreifen frei ist, handelt grob verkehrswidrig. Dem Überholer muss Platz gemacht werden. Nur so lässt sich der vorhandene Verkehrsraum sinnvoll ausnutzen. Ist der Verkehr so dicht, dass sich auf den Fahrstreifen Fahrzeugschlangen gebildet haben, so darf rechts schneller als links gefahren werden. Oft wird in Fahrzeugschlangen nicht der nötige Sicherheitsabstand eingehalten. Wenn jetzt plötzlich gebremst wird, besteht die Gefahr von Auffahrunfällen. Grundsätzlich dürfen außerhalb geschlossener Ortschaften auch auf Schnellverkehrsstraßen einzelne Kraftfahrzeuge rechts nicht schneller als links fahren. In solchen Situationen ist es nicht nur grob verkehrswidrig und rücksichtslos, sondern sogar gefährlich, rechts zu überholen. Innerhalb geschlossener Ortschaften dürfen Pkw sowie Lastkraftwagen bis zu 2,8 Tonnen zulässigen Gesamtgewicht unabhängig von der Verkehrsdichte den Fahrstreifen frei wählen und auch einzeln rechts schneller als links fahren. Der umsichtige Fahrer wählt vorausschauend den Fahrstreifen. Er will nach links abbiegen. Blick in den Innen-, dann in den Außenspiegel, Blinker betätigen, Blick über die Schulter und erst dann, wenn es gefahrlos möglich ist, den Fahrstreifen wechseln. Die Rückspiegel sind nicht zur Zierde da, sondern wichtig für die Orientierung nach hinten. Deshalb müssen sie richtig eingestellt sein. Vorsicht, toter Winkel. Bei der Beobachtung des nachfolgenden Verkehrs hat der Fahrer nur eine begrenzte Sicht. Das ist das Sichtfeld im Außenspiegel. Den grün schraffierten Teil kann der Fahrer im Innenspiegel einsehen. Den rot schraffierten Bereich links und rechts hinter seinem Pkw kann der Fahrer trotz der Spiegel nicht überblicken. Hier sieht der Fahrer im Rückspiegel ein einzelnes Fahrzeug. Tatsächlich befindet sich aber noch ein Motorradfahrer vor dem Pkw. Der Motorradfahrer fährt im toten Winkel. Daher auch besonders beim Fahrstreifenwechsel nach rechts Blick im Rückspiegel, Blinker betätigen, Blick über die Schulter und erst dann den Fahrstreifen wechseln. Der rücksichtsvolle Kraftfahrer sieht die anderen Verkehrsteilnehmer als Partner, gibt ihm Hilfen, schafft ihnen Lücken zum Einscheren. Wird eine Fahrbahnverengung angezeigt oder ist ein Fahrstreifen blockiert, wie hier durch einen liegen gebliebenen LKW, so müssen sich die Fahrer nach dem Reißverschlussverfahren einordnen. Wenn jeder vorausschauend fahren würde, könnten Missverständnisse und unnötige Stauungen beim Einordnen nicht entstehen. So sieht das Reißverschlussverfahren im Trick aus. Es erfüllt nur dann seinen Zweck, wenn schon im Vorfeld der Engstelle die Fahrer hintereinander fahrende Fahrzeuge einen so großen Abstand halten, dass ein gefahrloses Einfädeln möglich ist. So ist es als Verschluss. Abwechselnd einmal rechts, einmal links. Auf Autobahnen ist zu spätes Einfädeln wegen der höheren Geschwindigkeit besonders gefährlich.
Wie das Reißverschlussverfahren vorbildlich gehandhabt wird, zeigt diese Szene. Die Fahrer auf der Autobahn ordnen sich vor einer Wanderbaustelle rechtzeitig ein und wechseln zügig in die Lücken des fließenden Verkehrs. Werden drei Fahrstreifen auf zwei verengt, dann niemals abrupt den Fahrstreifen wechseln. An solchen Stellen in den Rückspiegel schauen und mit Blick über die Schulter feststellen, ob der rechte Fahrstreifen frei ist. Ist dies nicht der Fall, dann zurückbleiben. Dass es beim Einordnen nach diesem System auch an Engstellen schneller und vor allem sicherer weitergeht, dafür sind diese Bilder ein Beweis. Stauungen und Auffahrunfälle können so vermieden werden.